Okay, jetzt ist das schon wieder weg hier. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir haben beim letzten Mal haben wir Weizen geerntet und mit Weizen können wir viel machen. Wir können hier zum Beispiel so Heuballen machen. Oder was wir auch machen können, ist Brot hier. Zapp, haben wir 23 Brote. Und noch eins, 24 Brote. Ja, und die können wir essen und die bringen ein bisschen mehr Energie als hier das getrocknete Seekraut. So. Gut, was wollten wir heute machen? Wir wollten endlich mal nach Lava kommen. Was wir jetzt nämlich machen können, wenn wir hier Lava gefunden haben, ein bisschen schön Wasser drauf. Und dann haben wir Obsidian.
das ist genau das, was wir brauchen. Aber hier jede Menge Lava, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich stelle mich hier ins Wasser, weil unter der Lava ist meistens auch Lava. Spitzhacke geht das nicht ganz so schnell. Das ja quasi als unseren Hauptwohnsitz haben wollen, können wir die andere kleine Hütte zu unserem Portal ausmachen. Wenn wir genug Platz hier drin haben, dann müssen wir ein bisschen. So, müssen wir das mit denen hier wegmachen. Dann brauchen wir ein bisschen Platz. So, und dann müssen wir hier ein Portal rausbauen. So, hier zwei hin. Da, zwei. Das müssen wir hier rein.
habe ich natürlich meine Kiste hier eingebaut. Schweineleute rum, die dürften momentan nicht so gut auf mich zu sprechen sein, weil ich kein Gold trage. Hier haben wir jede Menge. Ah, da oben ist eine Qualle. Ah. Da oben die Qualle, die schießt mit Feuerbällen. Und, oh wow, wir haben alles, was wir brauchen hier. Das ist sehr gut. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Toll, sehr gut. Ha ha ha. Okay, die Hälfte ist schon durchs Portal gefallen. Das ist sehr gut. Und die andere Hälfte haben wir dann auch bald wieder. Goldschuhe, damit ich hier irgendwas machen kann. So, machen wir erstmal Goldschuhe. Jetzt werden mich zumindest die Schweineleute nicht mehr angreifen. Dann, ich glaube, was ich brauche, sind mehr Kisten, so wie ich den Laden hier einschätze. Und was wir auch machen können, ist, ein Stockwerk haben wir schon fertig drüben auf der anderen Seite. Und hier wird das Land ein bisschen voll. Dann ziehen wir einfach um. Warum ist es jetzt dunkel? Es ist doch hier nicht so dunkel. Wo sind die von oben reingekommen? Das kann natürlich sein. Naja, also das Bett stellen wir mal hier. Obwohl, das ist eigentlich eine coole Ecke, Werk, Küche, Zeile reinzumachen oder um hier Fässer reinzustellen. Also machen wir das mal nicht, sondern hier. Okay. Machen wir das Bett mal hier. So. Gut, das machen wir alles nicht. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Fässer brauchen. Sollten wir haben. Thank you.
Warum war den ganzen Cobblestone hier weg drin? Das ist Kies, okay. Und Krake hat sich selbst umgebracht. Gut, dann schauen wir mal. Also das haben wir da, da haben wir ja nochmal einen Stein. Dann packen wir hier mal einen Würfel rein. So, hier unten das Tuff. Hier oben den Sand. Sand. Kann ich jetzt die Kisten da schon abreißen und rüber tragen? Das wäre ganz praktisch. Wird wahrscheinlich noch nicht ganz klar, was da oben ist, sowieso viel zu fahren. Thank you.
immer die wertvollen Rohstoffe rein, wie zum Beispiel Redstone oder Kohle. Und wir brauchen dringend Schilder hier für die Jetzt haben wir nämlich auch Netherquarz, das heißt, wir können demnächst dann auch mal dran denken, unser erstes Autofarm zu bauen. Tun wir mal hier die Metallerin und das Lapislazuli tun wir zu dem Rotstein erstmal. Bis auf weiteres und die Diamanten tun wir mal hier ins Metall. Und viel tun wir zu kommen. So. Tun wir in diese Kiste, weil wenn wir das in die Kohlekiste tun, dann können wir am Ende nicht durch den auseinanderhalten. Das kann ja auch so aus. Obsidian, weil Kohleblocks sehen genauso aus. Ah! Aus Versehen einmal ausgekippt. Ah. Gudi, okay. Ist hier noch irgendwas drin? Nicht so viel. Das hier können wir das abreißen. Die beiden auch abreißen und mitnehmen. Und das hier auch, der kann hier stehen bleiben. Sehr gut. So. Dann könnten wir hier vielleicht auch mal. Stellen wir die mal hier hin. Das ist. Ein bisschen komisch aus, aber dann haben wir das wenigstens beleuchtet soweit. Hier
Ja, hier hatte ich tatsächlich schon einen Balkon hingebaut, ne? Ja. Cool. So, was tun wir da für den Fußboden rein? Roten hier, Granit oder bleiben wir beim Terrakotta? Wir könnten Braunes reintun. Davon haben wir genug. Machen wir das erstmal zu. Ums Dach kümmern wir uns dann später. Aber ich fürchte, wir haben gar nicht genug Terrakotta hier. So, und Glas brauchen wir auch. Wie viel Glas brauchen wir? Okay, 2, 6 und nochmal 6 sind 12 und 4 sind 10, 14, 18, 22, 26 und 6 sind 32 und nochmal 4 sind 36. Also wir brauchen 36 Glas hier noch. Und 1, 2, 3, 8. Mal 4, 32, 33, 33 braune Terrakotta und 36 Glas. 36 Glas sind nicht so schwer zu kriegen. So, 18 hier, 18 da. Brauchen wir nur ein bisschen dafür. Okay. Und die braunen Terrakotta, die wir brauchen wir dann aber auch. Die kriegen wir hier. So, das reicht auf jeden Fall. So, Dach steht. Sehr gut. Können wir schon mal anfangen mit den Fenstern. Ein bisschen Licht machen, sonst spawnen hier weiter Monster, glaube ich.
Fackeln mitten in den Raum zu stellen, ist nicht super elegant, aber wir werden schon noch eine bessere Lösung finden demnächst. So, 18 brauchen wir noch. Habe ich mich verrechnet? Ich habe mich verrechnet. Scheint was so, als hätte ich mich verrechnet. Das ist ja peinlich. Okay, wir werden alle nicht jünger. So, das sollte reichen. Erstmal. Okay, beim ganzen Bauen habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die Zeit schon total überzogen habe. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ja, schreibt einen Kommentar, bla bla bla, bla bla und keine Ahnung, bis dann. Auf Wiedersehen, wenn es dann wieder heißt Minecraft. Nicht Minecraft, Minecraft, okay.